Morgen. Zu Voraus besteht Licht, Teil 2. Er kennt inzwischen ja Licht als Welle. Das habt ihr kennengelernt in einem anderen Film von mir und vielen Versuchen im Unterricht. Und jetzt geht es um einen weiteren Teil des Lichts, und zwar den sogenannten Fotoeffekt. Dazu gehört jetzt nicht oben dieses schöne Spektrum, sondern eher die Solarzelle unten auf dem Rucksack. Ja, es geht um die Versuche von Hallwachs zum photoelektrischen Effekt. Und der hat 1889 und dann weiteren Versuchen 1904 etwas herausgefunden. Und seine Beobachtung, also eigentlich nicht seine Beobachtung, sondern Heinrich Hertz hatte was beobachtet, nämlich dass Funken an einer Funkenstrecke umso länger sind, wenn weitere helle Funken in der Nähe waren. Und das heißt im Prinzip, die Funken sind deshalb länger gewesen, weil der Ladungsaustausch besser funktionierte. Und er fragte sich, wieso. Und Wilhelm Hallwachs wollte genau diesen Zusammenhang zwischen Ladung und Licht untersuchen. Und dazu machte er einen Versuch, den wir hier so ein bisschen nachstellen wollen. Dazu braucht man als Material eine Bogenlampe, das ist das hier, eine Zinkplatte, die haben wir hier, frisch geschmirgelt, dass da keine Ablagerung und keine Oxidation drauf ist, eine Spiralelektrode, die geerdet sein sollte, das ist hier das, ein Elektroskop, das ist mit der Zinkplatte verbunden. Das ist hier. Reibzeug, um das Ganze aufzuladen, also Glasstab etc. Fell, Katzenfell oder Wolle, um ja, die Zinkplatte aufladen zu können. Und eine Glasplatte, die habt ihr hier im Hintergrund. Dieser Versuch funktioniert nicht so richtig. Ich habe ihn nur nachgestellt, weil ich erstens unsere Bogenlampe nicht zum Leuchten bekommen habe und zweitens das Ganze jetzt etwas improvisiert aufgebaut ist. Aber es geht hier nur ums Prinzip. Und wenn ihr es mal im Versuch wirklich sehen wollt oder in einer Animation, könnt ihr es ganz toll bei Leifi Physik anschauen. So, wir fangen an mit einer ungeladenen Platte, den Kontrollversuch. Dann strahlen wir Licht auf diese Zinkplatte und stellen fest, kein Ergebnis. Es passiert nichts. Jetzt strahlen wir das Licht auf eine positiv geladene Platte. Also ich habe diese Platte positiv aufgeladen durch Reibung. Ihr seht, das Elektroskop hier unten hat ausgeschlagen. Ne, ihr seht hier diesen Strich. Und wir strahlen Licht da drauf. Und Beobachtung. Nichts passiert. Das bleibt einfach geladen. Hat sich nichts geändert. So, jetzt strahlen wir das Ganze auf eine negativ geladene Platte. Ich habe die Platte also entladen und wieder neu aufgeladen, diesmal negativ. Also hier mal Minus. Und wir strahlen da Licht drauf. Und was passiert ist, gucken wir auf das Elektroskop hier, da entladen. Die Platte hat sich entladen. Komisch. Wir machen das Ganze nochmal, aber jetzt mit einer Glasscheibe dadurch. Also die Platte ist wieder negativ aufgeladen. Wir strahlen wieder Licht darauf und es bleibt so. Es ändert sich gar nichts an dem Elektroskop, sondern es bleibt negativ geladen. Selbst wenn wir mit der Lampe ganz nah dran gehen, bleibt die Zinkplatte negativ geladen. Also auch mehr Energie durch näher kommen und höhere Intensität des Lichtes bewirkt gar nichts. Also ich fasse nochmal zusammen. Licht auf ungeladene Platte passiert sowieso nichts. Das war unser Kontrollversuch. Licht auf eine positiv geladene Zinkplatte passiert auch nichts. Licht auf eine negativ geladene Zinkplatte, die Platte entlädt sich. Und wenn wir durch eine Glasplatte auf die negativ geladene Zinkplatte strahlen, passiert wieder nichts. Es bleibt also geladen. So, wie können wir das Ganze erklären?
Negative Ladung heißt ja, wir haben zu viele Elektronen da drin. Ich habe die hier euch mal aufgezeichnet. So, und die wurden vom Licht offensichtlich herausgeschlagen. Und die können eigentlich nur zu der, hier zu der mit der Erde verbundenen Ringelektrode oder Spiralelektrode gewandert sein. Die muss natürlich hohl sein, damit das Licht da durchstrahlen kann. Und dadurch ist die negative Platte entladen worden. Also im Prinzip so, dass sie halt einfach darüber gewandert sind. Das Ganze nennt man den Fotoeffekt oder den photoelektrischen Effekt. Also Licht schlägt Elektronen aus irgendeinem Stoff heraus. Aus seinen Hüllen, also der Atomhülle. So, wenn die Glasscheibe im Weg war, funktioniert das aber nicht. Das heißt, die Glasscheibe blockiert einen Teil des Lichts. Und zwar das UV-Licht. Also UV-Licht kommt nicht durch Glasscheiben. Das wusste Hallwachs auch schon. Ja, und das ist der Grund, warum ihr hinter der Fensterscheibe nicht braun werdet. Also selbst eine höhere Intensität hilft nichts, sondern es passiert dann einfach nichts mehr. Ihr könnt auch 5 Stunden hinter der Glasscheibe in der Sonne sitzen, ihr werdet trotzdem nicht braun. Und ihr kriegt auch keinen Sonnenbrand, weil keine UV-Strahlung durch die Glasscheiben kommt. So, das Problem ist, der Fotoeffekt ist nicht erklärbar durch den Wellencharakter des Lichts. UV-Licht ist energiereicher als anderes Licht. Je kurzwelliger, desto mehr Energie. Das wusste auch schon Hallwachs. Und das wusste auch schon, nein, Hallwachs wusste es nicht, aber zu seiner Zeit wurde es entdeckt, und zwar von Planck. Und offensichtlich reicht die Menge an Licht nicht. Also es ist nicht wichtig, wie viel Licht da drauf strahlt, sondern es ist wichtig, dass es ein bestimmtes energiereiches Level hat sozusagen. Also erst ab einer bestimmten Mindestenergie. Und das heißt, das geht nur bei Teilchen. Beim Teilchen kann ich mir vorstellen, ein Teilchen trägt eine bestimmte Mindestenergie. Na, wenn ich einen Ball nur ganz locker werfe, dann kommt er nicht bis zur Wand. Wenn ich ihn fest werfe, dann hat er genug Energie, dann kommt er auch bis zur Wand. Also diese Vorstellung, dass das Energie von etwas getragen wird und genau diese Energie abgegeben werden kann, das klappt eigentlich nur mit Teilchen. Und das ist der große Durchbruch von Albert Einstein, die Lichtquantenhypothese. Die hat er 1905 aufgestellt, also direkt zu diesen Versuchen von Hallwachs. Nur er konnte das erklären, was Hallwachs da beobachtet hat. Und dafür hat Albert Einstein 1921 den Nobelpreis bekommen. Also Albert Einstein kennt ihr alle, habt ihr alle schon mal von gehört. Der Nobelpreis war nicht für die Relativitätstheorie, der Nobelpreis war für die Erklärung des photoelektrischen Effekts. So, wir gucken uns das Ganze nochmal im Modell hier ein bisschen an. Also nur Lichtquanten, die genug Energie haben, geben ihre Energie an die Elektronen ab. Na, wenn sie zu wenig haben, reicht das nicht aus. Also ich habe euch hier, das sollen unsere Lichtquanten sein. Na, das ist, und die haben unterschiedliche Farben, weil sie unterschiedliche Energie tragen und das Licht unterschiedliche Farben hätte. Lila ist dann unser UV-Licht. Das ist kein gut zu erkennendes Lila. UV-Licht, und dann haben wir gelbes Licht, blaues Licht habe ich weggelassen, weil in Blau auch unsere Elektronen hier gezeigt sind. So, jetzt kommt das UV-Licht, trifft auf ein Elektron und löst das Elektron damit heraus. Und das Elektron fliegt dann zu der neutralen Platte, die im Vergleich ja dann sozusagen anziehend ist. Weil auf der anderen Seite wird es abgestoßen, weil da zu viele Elektronen sind. Auch das nächste Elektron wird rausgelöst. Jetzt kommt unsere Glasplatte dazwischen und das sorgt dafür, dass unsere UV-Quanten nicht mehr durchkommen. Die anderen kommen aber noch durch, aber die machen nichts. Deren Energie reicht einfach nicht aus. So, also was ist Licht denn jetzt eigentlich? Also Beugungsexperimente haben uns gezeigt, Licht ist eine Welle. Klar, ne? Hatten wir die ganze Zeit mit den Spektren
und am Gitter, am Einfachspalt, am Doppelspalt. Wenn ihr es nicht mehr wisst, ich habe da eher noch ein Video zum Charakter des Lichts. Also die haben uns ganz deutlich gezeigt, Licht ist eine Welle. Der Fotoeffekt zeigt uns aber eindeutig, Licht ist ein Teilchen. Na, nur ein Teilchen kann andere Teilchen irgendwo rausschlagen. Und genau das nennen wir Quantenphysik. Also das ist sozusagen jetzt unsere Verbindung zur Quantenphysik. Das sind Teilchen und Wellen irgendwie in einem. Das heißt, da haben wir noch ein paar spannende Themen zu machen in Physik demnächst. So, dann danke fürs Zuschauen. Mehr Infos, und zwar eine ganze Menge Infos und auch kleine Filmchen dazu und Animationen findet ihr unter Lifey Physik. Das sei euch hier wirklich ganz, ganz dringend ans Herz gelegt. Das ist eine ganz fantastische Seite. Und natürlich im Physikbuch. Genau, und die Links schreibe ich euch wie immer da unten rein. Tschüss!